Hast du schon mal ausgerechnet, wie viel Lebenszeit du als erfolgreicher Unternehmer mit Dingen wie Buchhaltung verschwendest? Und selbst wenn du es outgesourced hast, wie viel Gewinn dich das Ganze kostet? Oder mal anders gesagt, kannst du dir mich vorstellen, wie ich an einem wunderschönen Sandstrand liege, türkises Meer, 5-Sterne-Luxushotel, ich bin in meiner Hängematte und auf meinem Bauch ein Schuhkarton und ich sortiere Belege in den Schuhkarton? Nein, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Und deswegen schauen wir uns heute an, wie ich meine Buchhaltung automatisiert habe, wie du das auch kannst, sodass du nie wieder überrascht wirst von irgendwelchen unerwarteten Zahlungen und vor allem wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge hast. Lass uns loslegen. Okay, was schauen wir uns genau im Detail an? Wie du ja vielleicht weißt, habe ich 2000 rum mein erstes Unternehmen gegründet und mein Traum war tatsächlich, dass ich im Luxus die Welt bereisen wollte, nur eben ohne den Schuhkarton auf meinem Bauch. Und deswegen ist mir von Anfang an das Thema Buchhaltung gewaltig auf den Nerv gegangen, weil es hat tatsächlich einige Jahre gedauert, bis ich mich so weit aus dem Tagesgeschäft rausgearbeitet hatte, dass ich mit dem Reisen anfangen konnte. Und du weißt ja, in meinen Videos geht es darum, dass du schneller zu dem Ziel kommst, dass du dein Unternehmen so weit bekommst, dass du die volle Kontrolle über deine Zeit hast und die Freiheit zu tun mit der Zeit, was du möchtest. Also reisen, wenn dich das interessiert. Und was wir uns heute genau anschauen, ist wirklich der komplette Prozess der, sagen wir mal, Buchhaltung. Und zwar das Thema, wie du deine Eingangsbelege, deine Eingangsrechnung vollkommen automatisiert sortierst, ablegst und vorbereitest für den Buchhalter oder den Steuerberater. Wie du das Thema Rechnungsschreiben automatisieren kannst. Wie du das Thema Zahlungseingang überprüfen automatisieren kannst. Wie du das Thema Finanzplanung erstellen, sodass du immer den Überblick hast und nicht mehr von irgendwelchen Zahlungen überrascht wirst, automatisieren kannst. Und wie du dann quasi die komplette Kommunikation eben abgedeckt hast mit demjenigen, der deinen Jahresabschluss erstellt oder ihn von einer Software erstellen lassen kannst, je nachdem, wie groß dein Business ist. Und was ich dir heute erzähle, funktioniert, egal ob du jetzt schon ein Team hast oder ob du noch alleine bist. Und das Geniale ist, du musst auch überhaupt nicht der absolute Technikprofi sein dafür. Es gibt ganz, ganz tolle Lösungen da draußen, die sehr simpel funktionieren. Es kostet dich am Anfang einmal Zeit, aber wenn du dir jetzt, was wir uns gleich anschauen, mal schaust, wie viel Zeit es dich kostet jedes Jahr und wenn du dein Business noch 10 Jahre hast, wie viel kostet dich das dann an Zeit, wenn du jedes Jahr die Buchhaltung und die ganzen Belege und alles selber machst? Oder auch, wie viel Geld kostet es dich, wenn du es einen Mitarbeiter für dich tun lässt? Dann wirst du davon überzeugt sein, ich bin mir 100% sicher, dass diese Lösung für dich viel, viel besser funktioniert, weil sie dir Freiheit über deine Zeit gibt und dir auch noch einen Haufen mehr Gewinn beschert. Und das sogar ohne, dass du dafür neue Kunden gewinnen musst. Überleg nur mal, wenn du 25 Eingangsrechnungen hast, das sind die Rechnungen, die reinkommen, die du bezahlst, und 10 Ausgangsrechnungen, also Rechnungen, die du schreibst an deine Kunden. Und hey, für die meisten Unternehmer, die dieses Video schauen, wird diese Zahl sehr klein sein und du wirst dir denken, hey, ich habe auch viel mehr Belege. Aber nehmen wir mal an, du hast nur 25 Eingangs- und 10 Ausgangsrechnungen, dann investierst du 400 bis 500 Minuten deiner Lebenszeit oder die deiner Mitarbeiter jeden Monat in das Thema Belege sortieren, ablegen, Buchhaltung machen, Rechnung schreiben und so weiter und so fort. Und das ist schon verdammt viel Zeit und verdammt viel Ressourcen, die man doch auch für was Besseres unternehmen kann. Und ist es nicht das, was uns Unternehmer manchmal so, ja, richtig nervt, diese unsexy Aufgaben, die überhaupt nichts beitragen zu besseren Kundenergebnissen, mehr Umsatz, den Dingen, die uns wirklich wichtig sind? Okay, also wenn du dieses unsexy Thema mit den Eingangsbelegen vollkommen automatisieren möchtest, müssen wir uns natürlich zuerst mal anschauen, wie kommen denn diese Eingangsbelege, diese Rechnungen zu dir? Und da gibt es 4 Wege. Und die sind unterschiedlich wichtig. Wir schauen uns die in der Reihenfolge an. Wir beginnen mit dem Wichtigsten und hören mit dem Unwichtigsten auf. Also, der wichtigste Weg ist natürlich heute per E-Mail. Die meisten Rechnungen, die wir heute bekommen, kommen per E-Mail bei uns an. Hier gibt es 2 Möglichkeiten, wie die ankommen können. Entweder, was genial ist, direkt als Anhang, als PDF. Oder, was nicht ganz so schick ist, es ist quasi in Form von Text in einer Mail. Das machen die amerikanischen Dienste ganz gerne. Und da müssen wir dann gucken, wie wir die in ein PDF umwandeln. Aber zuerst mal zu dem einfachen Weg.
Hier sind wir beim ersten Tool, das ich dir empfehlen möchte. Das Tool nennt sich Zapier. Übrigens, alle Tools, die ich hier in diesem Video erwähne, findest du auch unten nochmal verlinkt in der Videobeschreibung. Also, Zapier ist ein sogenanntes No-Code-Tool. Das heißt, es ist für dich gerade als Unternehmer dann genial oder auch für deine virtuellen Assistenten oder Assistenten, weil du damit Dinge tun kannst, wofür man normalerweise einen Programmierer bräuchte. Wichtig, normalerweise. Aber mit diesem Tool kannst du es auch, ohne dass du Programmierer bist, kannst du dir hier quasi eine Lösung aufsetzen, wofür man früher einen Programmierer gebraucht hätte. Was du nämlich tun kannst, ist mega genial. Du kannst mit Zapier sagen, immer dann, wenn eine E-Mail in meinem E-Mail-Postfach ankommt und das ist ein E-Mail mit einem PDF-Anhang, dann löse etwas aus. Und dann startet ein Vorgang, nämlich, dass er dieses PDF nimmt, guckt, an welchem Datum es reingekommen ist, dann legt er dir zum Beispiel im Google Drive, das wäre das nächste Tool, was ich dir empfehlen würde, einen Ordner an in einem. Du gibst erstmal dort einen dedizierten Ordner an für deine Buchhaltung und dann legt er dort immer, je nachdem, welches Jahr gerade ist, einen Jahresordner an, also 2020 jetzt gerade, November als Unterordner und darin zum Beispiel nochmal einen Ordner, der dann Eingang oder Incoming heißt. Und dort legt er dir dann alle PDFs für diesen Monat ab, die Rechnungen sind. Jetzt wirst du dich vielleicht fragen, ich kriege doch aber auch manchmal andere PDFs an E-Mails angehängt. Und dafür gibt es einen relativ simplen Trick. Du legst dir einfach noch ein extra Postfach an, das du Buchhaltung @ und dann deine E-Mail-Domain nennst. Oder wenn du das, wenn du keine hast oder gerade keine verfügbar hast, kannst du dir auch einfach ein Gmail-Postfach ein kostenloses anlegen und nennst es halt buchhaltung.deinfirmenname@gmail.com. Und dann lässt du dort einfach immer alle Rechnungen hinschicken. Damit hast du jetzt schon mal deine ganzen PDF-Rechnungen schön sauber abgelegt mit einem Zap. Es läuft schon vollautomatisch, du musst dich um nichts mehr kümmern. Mit den meisten Rechnungen schon mal ein Riesenproblem gelöst. Wenn du Rechnungen bekommst, die nicht als PDF kommen, also per E-Mail, aber nicht als PDF, dann gibt es auch bei Zapier die Möglichkeit, diese mit einer Funktion umzuwandeln von einem HTML-Mail in ein PDF und dann werden sie auch wieder ganz normal abgelegt. Also haben wir jetzt schon mal alle Mail-Rechnungsthemen automatisiert. Jetzt gibt es noch drei weitere Möglichkeiten, wie Rechnungen bei dir ankommen können und die schauen wir uns in der Kürze nochmal an. Die zweite Variante ist, und die ist ein bisschen unsexy, nämlich, dass du dich irgendwo einloggen musst, um die Rechnung runterzuladen. Wenn du Glück hast, bekommst du eine Mail-Information, dass irgendwo eine Rechnung vorhanden ist und dann kannst du sie dir runterladen. Wenn du Pech hast, musst du irgendwie dir merken, wann diese Rechnungen kommen und musst dich dort einloggen. Das kann man manuell machen, wenn man nur ein-, zweimal das im Monat hat. Dann setzt man sich einfach eine Kalendererinnerung, lädt es runter und schickt entweder das PDF selber an diese Buchhaltungs-E-Mail-Adresse oder legt es gleich in dem entsprechenden Google Drive-Ordner ab. Falls du davon mehrere hast, so wie ich, dann kannst du das Tool GetMyInvoices verwenden. Das kann noch viel mehr, aber es kann unter anderem eben bei vielen von diesen Login-Bereichen sich automatisch einloggen alle paar Tage und checkt, ob eine neue Rechnung da ist und lädt die dann runter und dann kannst du wieder den ganzen Prozess mit Zapier automatisieren und in deinem Ordner, in deiner Ordnerstruktur ablegen. Kurze Unterbrechung, während ich hier editiere, wollte ich noch schnell ergänzen, weil ich finde, dass es super wichtig ist, dass du weißt, es ist vollkommen kostenlos, den Like-Button zu klicken und würdest mir damit eine Riesenfreude machen und außerdem hilfst du dem YouTube-Algorithmus und hey, das wäre eine gute Tat für den Tag. Und damit du in Zukunft kein Video mehr verpasst und ich will nicht dafür verantwortlich sein, dass das Video wäre, das dein Business aufs nächste Level bringt, solltest du unbedingt den Kanal abonnieren. So, und jetzt geht's weiter mit dem Video. Die dritte Variante, mit der dann die Rechnungen reinkommen, ist ein bisschen oldschool, aber es kommt noch ab und zu mal vor, nämlich per Post. Auch da wieder, wenn das nur alles 2 Jahre passiert, dann würde es sich nicht lohnen, das zu automatisieren. Aber wenn du das noch relativ häufig hast, dann gibt es den Service DropScan. Und das ist quasi eine Postanschrift. Und dort lässt du deine Rechnungen hinschicken und dann werden die für dich automatisch gescannt und dann per Google Drive zum Beispiel wieder abgelegt und dann kannst du das auch nochmal mit Zapier so automatisieren, dass es auch in dem richtigen Ordner landet, wo du es haben möchtest. Also auch damit kann man die PDF-Rechnung oder die Papierrechnung in eine PDF-Rechnung umwandeln. Und der vierte Weg, den habe ich nicht vergessen,
der ist natürlich, wenn du gerade unterwegs bist und du kaufst irgendwas auf einen kleinen Beleg, also zum Beispiel du kaufst einen Bleistift und ein Notizbuch für dein Business, für die man so einen Papierbeleg bekommt, dann kannst du das entweder zum Beispiel, wenn du ein iPhone hast, direkt mit dem iPhone scannen. Da gibt es eine Scan-App, die steckt in der App Dateien drin. Oder du kannst zum Beispiel sowas verwenden wie ScanBot, ist auch eine super App. Oder wenn du GetMyInvoices verwendest, dann bietet sogar GetMyInvoices hier eine Möglichkeit, eine App an, mit der du solche Belege direkt abscannen und dann auch wieder speichern und wieder mit dem Zapier-Prozess automatisieren kannst. Okay, was hast du damit erreicht? Also, jetzt hast du alle deine Eingangsbelege schön sortiert in einem Ordner, und zwar nach Jahr, nach Monat. Und dann die Eingangsbelege. Und wenn du jetzt einen besonders coolen Steuerberater hast, dann hast du eigentlich jetzt schon fast gewonnen, weil dann kannst du einfach deinen Google Drive-Ordner deinem Steuerberater freigeben und der kann sich jeden Monat die Belege runterladen. Wenn du ein bisschen unflexiblen Steuerberater hast, dann wäre die Möglichkeit, dass du selber diese einmal im Monat dir den Ordner runterlädst. Der ist dann schon gepackt, da sind dann alle deine Dokumente drin und dann schickst du sie direkt an deinen Steuerberater. Auf diesem Wege hast du jetzt quasi den kompletten Part mit den Eingangsbelegen automatisiert. Und wenn dich jetzt interessiert, wie du das für dich selber auch aufbauen kannst, dann habe ich eine mega coole Nachricht für dich. Bleib auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dran. Ich arbeite nämlich gerade an einem kostenfreien Training und dazu werde ich dir später noch ein bisschen mehr erzählen, aber am Ende dieses Videos. Also, schauen wir uns nochmal die nächsten Schritte an, die jetzt wichtig sind, damit du wirklich alle unsexy Aufgaben rund um das Thema Buchhaltung los wirst. Und zwar, es gibt ja nicht nur die Eingangsbelege, sondern es gibt ja auch Ausgangsbelege, also die Rechnung, die du schreibst an deine Kunden. Und hier gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du hast dein Business schon megamäßig cool standardisiert oder du arbeitest noch sehr individuell. Und wenn du es super standardisiert hast, dann gibt es eine tolle Möglichkeit, die wir uns gleich im Detail anschauen, wenn wir auch zum zweiten Schritt kommen, nämlich dem Thema Zahlungseingang überprüfen. Wenn du aber noch individueller arbeitest, also zum Beispiel stundensatzbasiert abrechnest, auch das kann man weitestgehend automatisieren. Ich habe eine Liste, da trage ich die Zeiten ein und was ich in dieser Zeit gemacht habe. Diese Liste, aus der erstellt auch wieder Zapier vollautomatisch, das ist also ein Google Sheet und daraus erstellt Zapier vollautomatisch ein PDF-Beleg, in dem dann quasi diese Zeiten aufgelistet sind, nimmt dann daraus wieder die Gesamtsumme und die Gesamtanzahl der Stunden in diesem einen Monat und erstellt dann mit Soho Invoices daraus eine Rechnung und diese Rechnung wird dann automatisch per Mail vorbereitet, mir nochmal vorgelegt, damit ich sie kontrollieren kann. Da sind dann auch schon alle Anhänge dran, da ist der Text schon vorgeschrieben und dann muss ich die nur noch rauschecken. Das ist ein Weg, wie du auch individuelle Rechnungen sehr gut automatisieren kannst, wenn du regelmäßig mit diesen Kunden zusammenarbeitest. Wenn du immer in einzelnen Paketen arbeitest, dann würde ich dir sehr, sehr ans Herz legen, dass du dir mal überlegst, ob du deine Leistung nicht mehr standardisierst. Das macht dir das ganze Leben an der Stelle viel, viel einfacher. So, wenn du jetzt aber deine Leistung schon mehr standardisiert hast, was auch den Großteil meines Leistungsangebotes zum Beispiel betrifft, dann kann ich dir wärmstens das Tool Digistore empfehlen, weil da hast du die Möglichkeit quasi den kompletten Abrechnungsprozess, Rechnung schreiben, Rechnung, Zahlungseingangsprüfung, Zahlungen verarbeiten, also zum Beispiel Kreditkartenzahlungen und so weiter, kannst du komplett darüber abwickeln. Du musst dich nicht um die Mehrwertsteuer kümmern, falls der Kunde nicht in Deutschland ist oder eher in einem anderen Land ist als du. Diese ganzen Themen, wann die Mehrwertsteuer jetzt für das Land gilt, wo die Leistung erbracht wird und so bla bla bla. Also alles, dieser komplette Overhead, der den Kopf platzen lässt manchmal, den kannst du komplett abgeben an Digistore, was eine mega coole Sache ist. Und du kriegst einfach, je nachdem wie du es einstellst, zweimal im Monat eine Auszahlung von dem Geld und musst dich dann nicht mehr drum kümmern. Und das bedeutet für dich, du hast eigentlich quasi nur zwei Belege im Monat, wo Geld reinkommt bei dir, nämlich zwei Ausgangsrechnungen in Form von Gutschriften, die Digistore für dich sogar auch schreibt. Das heißt, es kommt nur das Geld rein und du musst die Belege ablegen. Und das ist eine mega coole Variante, um dieses Thema so, ja, im Prinzip komplett zu automatisieren. Und wenn du jetzt davon richtig profitieren willst, dass du diese unsexy Aufgaben automatisiert hast und du auch den Wunsch hast, dein Business auf das nächste Level zu bringen, zum Beispiel
deinen Umsatz zu steigern, weniger zu arbeiten und trotzdem genauso viel zu verdienen, was auch immer dein Ziel ist, dann ist eine Sache extrem wichtig. Du kannst nichts verbessern, wenn du es nicht messbar machst. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Du kannst nichts verbessern, wenn du es nicht messbar machst. Und mit diesem Schritt, den du jetzt gemacht hast, wenn du all diese Dinge automatisierst, hast du eine geniale Möglichkeit, dir eine automatisierte Finanzplanung aufzubauen. Was meine ich damit? Du hast dann einen Überblick über den aktuellen Cashflow. Und zwar nicht nur das, was auf einem Konto ist, sondern über alle deine Konten, wenn du mehrere Konten hast. Vor allem siehst du, wie lange dein Cashflow reicht. Dazu musst du wissen, wie viel Kosten hatte ich denn in den letzten Monaten, wie viel Kosten habe ich diesen Monat. Das muss durchschnittlich ausgerechnet werden, damit du weißt, wie lange reicht der Cashflow, noch wenn es sich weiter so entwickelt. Und da sind wir beim nächsten Punkt. Wie entwickelt sich das Jahr weiter? Welche größeren Zahlungen kommen noch auf mich zu? Zum Beispiel hat man ja immer wieder die Steuerzahlung aus dem letzten Jahr. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es zumindest so, ich habe das letzte Jahr quasi businessmäßig abgeschlossen, wenn ich schon ein Jahr weiter bin. Und dann denke ich nicht mehr dran, dass ich nochmal Steuerzahlungen aus dem letzten Jahr habe, beziehungsweise vielleicht noch, dass ich sie habe, aber nicht mehr welchen Betrag. Und so habe ich eine Liquiditätsplanung, wo ich genau weiß, okay, in diesem Monat geht so viel Geld vom Vorjahr ab, was mir automatisch die Finanzplanung schon ausgerechnet hat, was ich nochmal mit dem Steuerberater gegenchecken kann. Aber damit habe ich einen festen Betrag und kann es planen. Ich sehe auch, wie sich mein Jahr entwickelt und kann schon den Cashflow fürs nächste Jahr planen, weil ich sehe, wie viel Steuern werde ich dieses Jahr zahlen müssen, wie viel Ausgaben habe ich dieses Jahr. Ich kann eine Planung machen, wie ich mir mein Jahr weiter vorstelle, welche Umsatzsteigerung ich erwarte, welche neuen Kosten ich erwarte, weil ich vielleicht mehr Mitarbeiter einstelle. All das kann ich in ein geniales Tool wie eine Finanzplanung reinnehmen. Und wenn du all diese Schritte bisher gemacht hast, dann kannst du das automatisieren und musst nicht mehr darauf warten, dass dein Steuerberater dir irgendwann einen Bericht liefert, der sowieso super schwer zu verstehen ist und nur die Hälfte von den Informationen wirklich beinhaltet, die du brauchst. Weil seien wir mal ehrlich, das, was da in den Zahlen drinsteht, ist nur so viel interessant. Und der Großteil ist steuerlich relevant. Und deswegen ist es wichtig, du musst es tun, weil du dazu gesetzlich verpflichtet bist. Aber das ist nicht das, was du im Tagesgeschäft an Informationen brauchst. Da brauchst du klare Kennzahlen und du musst wissen, wo du stehst, wo du hin möchtest und ob sich alles so entwickelt, wie du dir das vorgestellt hast. Und deswegen das Thema messbar machen. So, und wenn du das haben möchtest und du wissen möchtest, wie du dir den ersten Teil, über den wir gesprochen haben, aufbauen willst, dann habe ich jetzt was mega, mega Cooles für dich. Und wie gesagt, es ist kostenfrei. Ich stelle gerade etwas zusammen, ein kleines Training, dass auch du die Möglichkeit hast oder deine Assistenz, wenn du das möchtest, dir dieses System aufzubauen, dass du deine Eingangsbelege, die per Mail reinkommen und per PDF reinkommen, dass du dir die in Zapier komplett automatisieren kannst. Du bekommst den Zap, den ich verwende, den kann ich dir teilen, sodass du ihn nicht neu aufbauen musst. Ich zeige dir in einem kleinen Video, wie das Ganze funktioniert. Und ich gebe dir auch noch einen Ausblick, wie du zu diesen ganzen anderen Schritten kommen kannst, die ich jetzt erwähnt habe, wie das Thema Rechnungen, selber eigene Rechnungen schreiben, automatisieren, das Thema Finanzplanung, besseren Überblick, sodass du das nur noch ein einziges Mal anfassen musst und dann aber wirklich ein super System für dich hast, ein Business-Cockpit, wenn du möchtest, so wie ein Pilot sein Cockpit hat, hast du dein Business-Cockpit und kannst immer genau wissen, wo du hinfliegst, wie dein Flug sich oder dein Business sich entwickelt. Und wenn du das möchtest, dann würde ich auf jeden Fall sagen, klick hier in die Beschreibung rein. Da findest du übrigens auch die ganzen Tools, die ich erwähnt habe. Aber du findest einen Link zu meinem Newsletter und da werde ich auf jeden Fall informieren, sobald das kostenfreie Training online geht. Also verpasst das nicht, trag dich dort ein. Also streng genommen ist es gar kein Newsletter, es ist eigentlich eine persönliche Mail von mir, die ich einmal in der Woche, maximal zweimal in der Woche rausschicke, wo ich einfach Tipps teile, wo ich Dinge teile, die ich gefunden habe, von denen ich glaube, dass sie für dich und für alle anderen Digitalunternehmer hilfreich sind, um ihr Unternehmen mehr zu standardisieren, mehr zu strukturieren und vor allem mehr zu automatisieren, um mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge zu bekommen, um mehr passiveres Einkommen zu bekommen und vor allem um mehr Lebensqualität wieder zurückzubekommen, falls sie dir, so wie es mir schon mal passiert ist, abhanden gekommen ist. Also, trag dich in den Newsletter ein, ich werde dich da auf jeden Fall informieren und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, tschüss und ciao, dein Sebastian.